Also die Zeitschrift Multipolar hat ja bekanntermaßen bestimmte Dokumente zur Veröffentlichung gebracht, in zwar unzulänglicher Form, aber immerhin, die machen doch einiges, stellen einiges nochmal sehr deutlich in Frage, was vorher dokumentiert wurde. Auch inzwischen ist relativ klar, dass viele von den damaligen Maßnahmen eigentlich überhaupt keine Rechtfertigung hatten, auch sehr viel Schaden angerichtet haben, was die langen Schulschließungen angeht, was auch Gewerbeschließungen, was den Druck auf Künstlerinnen und Künstler, auf das gesamte kulturelle Leben angeht, das ja völlig lahmgelegt wurde, was aber auch die ganze Frage betrifft der Impfung und des Impfdrucks auch auf Kinder und Jugendliche. Und das sind ja Fragen, die nach wie vor einer Aufarbeitung harren. Und das BSW wird diese Frage der Corona-Aufarbeitung auch jetzt bei den Wahlkämpfen, aber auch hier im Bundestag zu einer ganz zentralen Frage machen, weil wir fest überzeugt sind, diese Corona-Zeit hat einen Teil der Bevölkerung massiv beeinträchtigt in ihrem Leben, in ihrer Freiheit, auch teilweise, soweit es um Impfschäden geht, in ihrer Gesundheit.